Zorn und Verzicht. Weder Lao Tse noch Buddha berufen sich auf ein identifizierbares Wesen. Sie missachten die Winkelzüge des Glaubens und laden uns zum Meditieren ein. Damit diese Meditation sich nicht im Leeren dreht, setzen sie ihr ein Ziel, das Tao oder das Nirvana. Sie hatten eine andere Vorstellung vom Menschen. Wie sollen wir meditieren, wenn wir alles auf ein höchstes Individuum beziehen müssen? Mit Psalmen und Gebeten erforscht man nichts und entdeckt man nichts. Nur aus Faulheit personifiziert man die Gottheit und betet sie an. Die Griechen erwachten zur Philosophie in dem Zeitpunkt, wo ihre Götter ihnen ungenügend erschienen. Der Begriff beginnt dort, wo der Olymp endet. Denken heißt aufhören zu verehren, heißt sich auflegen, auflehnen gegen ein Geheimnis, dessen Konkurs man anmeldet. Jenseits vom Selbstmitleid. Wenn einer sich über sich selbst gerührt zeigt, haltet ihn nicht für einen Besiegten. Er besitzt noch genug Energie, um sich gegen die Gefahren zu verteidigen, die ihn bedrohen. Soll er sich doch beklagen. Das ist seine Art, seine Vitalität zu verkleiden. Er behauptet sich, wie er kann. Seine Tränen verhüllen oft eine aggressive Absicht. Ebenso wenig halte man seinen Lyrismus oder seinen Zynismus für ein Zeichen von Schwäche. Lyrismus und Zynismus entspringen einer latenten Kraft, einer Fähigkeit zur Entfaltung oder zur Verweigerung. Je nach den Umständen bedient er sich der einen oder der anderen. Er ist gut bewaffnet. In der Zwischenzeit weiß er die Tröstungen eines Daseins ohne Horizont zu schätzen, eines beruhigten, von seiner Ausweglosigkeit durchdrungenen Daseins, ganz erfüllt von dem Stolz, in einer Niederlage zu gipfeln. Man überlasse ihn also seinem Glück. Stattdessen wende man sich demjenigen zu, der sich nicht mehr selbst bemitleiden kann, der seine Miseren verwirft und sie aus dem Bereich seiner Natur, aus dem Raum seiner Stimme verstößt. Auf den Beistand der Klage und des Gelächters hat er verzichtet, er hat aufgehört, sich in sein Leben einzubeziehen, das er sich als Objekt gegenüberstellt. Sogar seine Schmerzen geschehen abseits von seinem Ich. Er resigniert sie nur, um sie zu deklassieren, aus ihnen Dinge zu machen und sie der Materie preiszugeben. Niemand, nicht einmal er selbst, weiß, worauf er überhaupt noch reagiert. Die Weisen wenden sich verunsichert ab. Vielleicht könnte er jedoch das Mitleid oder die Eifersucht der Narren erwecken, wenn diese bemerken könnten, dass er, ohne die Vernunft zu verlieren, weitergegangen ist als sie. Nichts hat Tiefe oder Geheimnis. Die Personen, die im Revisor oder in den toten Seelen vor unseren Augen agieren, sind, wie ein Biograf bemerkt, nichts. Und weil sie nichts sind, sind sie alles.
In der Tat fehlt ihnen Substanz, daher ihre Allgemeingültigkeit. Tschitschikow, Pljuschkin, Sobakewitsch, Nosdrew, Malinow, der Held aus dem Mantel oder der aus der Nase, was sind sie allesamt, wenn nicht wir selbst, auf unsere Essenz reduziert? Null Seelen, sagt Gogol. Dennoch erreichen sie eine gewisse Größe, die der Nichtigkeit. Die Helden Dostojewski jedoch stoßen bis zu ihrer Grenze vor, die bei Gogol weichen bis zu der ihrigen zurück. Selbsthass. Eigenliebe fällt uns leicht, da sie aus dem Selbsterhaltungstrieb hervorgegangen ist, würden sogar die Tiere sie kennen, wenn sie nur ein wenig pervertiert wären. Schwieriger ist der Selbsthass. Darin zeichnet sich allein der Mensch aus. Nachdem er den Menschen aus dem Paradies verjagt hatte, tat der Selbsthass sein Bestes, um den Abstand zu vergrößern, der den Menschen von der Welt trennt, um ihn im Zwischenraum wach zu halten, in dem Leeren, das sich zwischen beide geschoben hat. Aus dem Selbsthass entspringt das Bewusstsein, also ist in ihm der Ausgangspunkt des Phänomens Mensch zu suchen. Ich hasse mich, also bin ich Mensch. Ich hasse mich absolut, also bin ich absolut Mensch. Bewusstsein haben heißt, in sich selbst gespalten sein, heißt sich hassen. Dieser Hass wirkt von unserer Wurzel auf uns ein und liefert gleichzeitig dem Baum der Erkenntnis seinen Saft. Da steht also der Mensch außerhalb der Welt und sich selber fern. Nur irrtümlich könnte man ihn zu den Lebenden zählen, so oberflächlich ist sein Kontakt mit dem Leben, nicht weniger sein Kontakt mit dem Tod. Er hat seine richtige Stelle zwischen beiden nicht finden können. Schon von seinen ersten Schritten an hat er gemogelt. Ein Eindringling, ein unechter Lebender, ein unechter Sterblicher, ein Hochstapler. Das Bewusstsein, diese Nichtbeteiligung an dem, was man ist, diese Fähigkeit, mit nichts identisch zu sein, war in der Ökonomie der Schöpfung nicht vorgesehen. Er weiß es, aber er hat weder den Mut, es bis ans Ende auf sich zu nehmen und daran zugrunde zu gehen, noch die Kraft, es von sich zu werfen und sich zu retten. Seiner eigenen Natur fremd, allein inmitten seiner selbst, abgelöst vom Diesseits und vom Jenseits, füllt er keine Realitätsform völlig aus. Wie sollte er es anstellen, da er doch selbst nur halb real ist? Ein Wesen ohne Existenz. Jeder Schritt, den er in Richtung auf den Geist macht, kommt einem Verstoß gegen das Leben gleich. Wenn er sich noch einmal an die Dinge angleichen will, warum setzt er nicht der Irrfahrt des Bewusstseins ein Ende? Aber vom Zustand des Nichtreflektierens, wo sein Schuldgefühl aufhören würde, ist er eben durch diesen Selbsthass getrennt, von dem er sich weder freimachen will noch kann. Aus der Reihe der Wesen bricht er aus, von den ausgetretenen Pfaden des Heils weicht er ab, weil er unaufhörlich auf Innovation aus ist, um seinem Ruf als interessantes Tier aufrecht zu erhalten. Ihm kommt es zu, das Bewusstsein, dieses vorläufigste aller vorläufigen Phänomene, voranzutreiben bis zum Zerspringen und mit ihm zusammen in Stücke zu zerfallen. Indem er sich selbst zerstört, wird er sich zu seiner Essenz erheben und seine Mission,
sein eigener Feind zu werden, erfüllen. Wie das Leben die Materie, so hat er das Leben verfälscht. Wird seine Erfahrung sich fortsetzen lassen? Sie scheint kaum eine Nachwelt zu implizieren. Alles deutet darauf hin, dass er die letzte Laune ist, die sich die Natur erlaubt hat.